Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Alexandra Föderl-Schmidt. Ich bin die Chefredakteurin der Standard und begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung, auch im Namen unserer Kooperationspartner des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen, der Erste Stiftung und dem Burgtheater. Wir veranstalten diese Reihe Europa im Diskurs schon seit dem Jahr 2008 und heute soll es um das Thema Zukunft der Demokratien gehen. Ganz bewusst auch im Plural gesetzt und wir haben eine Runde, die sich aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammensetzt. In vielen Teilen der Welt steigt die Wahlbeteiligung, in Europa jedoch sinkt sie sukzessive und das bringt auch das Modell der repräsentativen Demokratie hier unter Druck. Darüber wollen wir sprechen und ob wir schon im Zeitalter der Postdemokratie gelandet sind, wie es Colin Crouch, der britische Politologe, bezeichnet hat. Denn es entstehen andererseits auch Protestkulturen, die den demokratischen Diskurs durchaus beleben, aber auch autoritäre Strukturen. Auch darüber werden und müssen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass eben diese Runde zusammengekommen ist und möchte die Teilnehmer auch kurz vorstellen. Ich beginne mit Adam Krzeminski. Er ist 1945 geboren. Er war schon einmal zu Gast in dieser Runde und ich freue mich, dass er heute wiedergekommen ist. Er ist in Polen aufgewachsen, hat Germanistik in Warschau und in Leipzig studiert. Er ist seit 1973 Redaktionsmitglied des polnischen Wochenmagazins Politika und auch in deutschsprachigen Medien. Immer wieder mit Beiträgen, insbesondere auch zum deutsch-polnischen Verhältnis präsent. Schön, dass Sie wieder da sind. Vielen Dank für die Einladung. Neben mir Kinga Gönz, 1947 geboren. Der Name, der weckt bei vielen Erinnerungen an ihren Vater. Er war der ungarische Staatspräsident und ist sicherlich vielen hier noch ein Begriff. Sie selbst ist promovierte Medizinerin, Psychotherapeutin. Ihr Einstieg in die hohe Politik war 2002 als Staatssekretärin. 2004 wurde sie dann Ministerin, zuständig für die Bereiche Jugend, Familie, Soziales. 2006 die Ernennung zur Außenministerin, eine Funktion, die sie dann 3 Jahre innehatte. 2009 erfolgte dann ihr Wechsel ins EU-Parlament als Mitglied der Sozialdemokratischen Fraktion. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Noch eine kurze Anmerkung. Sie versteht sehr gut Deutsch, würde aber lieber auf Englisch antworten. Etwas, was wir im Rahmen dieser Runde ja schon öfter hatten und was Sie im Publikum ja auch gewöhnt sind. Dann zu meiner Rechten, Georgos Tsondros. Er ist 1958 geboren, studierte hier in Wien Ethnologie und engagierte sich auch schon früh in der Umweltbewegung, und zwar gegen den Staudamm in Hainburg. Er kehrte dann nach Griechenland zurück in seine erste Heimat, wurde dort Bürgermeister, war Gründungsmitglied 2004 von Syriza, gehört noch immer dem Vorstand von Syriza an, vertritt seine Partei auch in internationalen Belangen und was viele nicht wissen, was mir auch nicht präsent war, er tauchte im Oktober auf einer Wahlliste hier in Wien auf, nämlich für die Gemeinderatswahlen in Zusammenhang mit der Wählerallianz Wien Anders. Schön, dass Sie in Ihrer zweiten Heimat Wien heute zu Gast sind. Erst heute früh aus der Schweiz reiste Peter Keller an. Er ist Jahrgang 1971, ein guter Jahrgang, wie ich selbst finde. Er hat Geschichte und deutsche Literatur in Zürich studiert. Er war Lehrer einige Jahre. Er ist Journalist, noch immer für die Weltwoche tätig. Einige Jahre arbeitete er auch als Redenschreiber und Referent für Christoph Blocher, den Vorsitzenden der SVP, und er selbst sitzt seit 2011 im Nationalrat für die SVP. Schön, dass Sie den Weg nach Wien auf sich genommen haben. Morgen. Rebecca Harms, 1956 geboren, ausgebildete Landschaftsgärtnerin, politisch aktiv seit vielen Jahren, vor allem in der Anti-Atom-
Bewegung. Sie saß für die Grünen in Deutschland im Niedersächsischen Landtag. Seit 2004 ist sie im EU-Parlament. Seit 2009 ist sie auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament in Brüssel und Straßburg. Herzlich willkommen. Da jeder von uns, mich inklusive, aus einem anderen Land kommt, möchte ich Sie zu Beginn einladen, jeweils vor Ihrem spezifischen Hintergrund eine Zustandsbeschreibung der Demokratie zu versuchen. Frau Harms, würden Sie beginnen? In Deutschland hieß es ja bis vor kurzem immer, dort herrsche eine Mutikratie, in Anspielung auch auf den Regierungsstil von Angela Merkel. Was ist das Ihrer Meinung nach und wie sieht es mit der Demokratie in Deutschland derzeit aus? Also ich muss als Frau in der Politik sagen, dass ich diese Beschreibung von der Mutikratie nie geteilt habe. Und auch schon bevor Angela Merkel ein stärkeres Profil in der europäischen Politik bekommen hat, mit dieser Beschreibung nicht einverstanden gewesen bin. Die Basta-Kultur von Gerhard Schröder war etwas, was man in Deutschland auch überwinden wollte, dass man dann einen anderen Stil präsentiert bekommen hat und den als Mutikratie bezeichnet hat. Also das ist mit mir schlecht zu machen. Also es wird ja sehr grundsätzlich hier die Frage diskutiert, funktioniert eigentlich in Europa die Demokratie noch? Funktioniert europäische Demokratie überhaupt? Und dazu eine ganz grundsätzliche Anmerkung. Würde das hier alles nicht funktionieren, dann hätten wir manche Probleme gar nicht. Die Europäische Union und europäische Länder, die sind ja so attraktiv, weil wir demokratische Systeme sind, die besser funktionieren als andere. Herr Keller, wie funktioniert die Demokratie in der Schweiz? Martin Luther hat in seinen Tafelrunden schon immer auf das Vorbild Schweiz verwiesen. Dort wird die direkte Demokratie großgeschrieben, für manche auch ein Allheilmittel. Ist es so? Habe ich Martin Luther verstanden? Ja. Das ist ja lustig, ja, dass Sie den erwähnen. Also wir haben ja Zwingli als Reformator. Und das war der Blick von außen auf die Schweiz. Die haben ja auch Dispute geführt und man könnte da sehr schön abhandeln, dass die deutsche Reformation gegenüber der schweizerischen Reformation, dass da schon große kulturelle Unterschiede bestehen. Eben auch in diesem Zusammenhang. Die schweizerische Demokratie ist eben für schweizerische Verhältnisse ziemlich munter unterwegs. Man schreibt uns ja eher ein phlegmatisches Wesen zu. Wir haben Ende dieses Monats haben wir Abstimmungen. Sie kennen den Begriff wahrscheinlich der direkten Demokratie, dass die Schweiz eben eine Form der Volkssouveränität kennt, die wahrscheinlich einzigartig ist auf der Welt, dass man nicht nur die Vertreter in die Parlamente wählt, sondern dass man eben auch bei Sachgeschäften das letzte Wort hat, also dass der Souverän das Volk ist. Und es gibt da zwei Instrumente, und da als ehemaliger Lehrer erlaube ich mir eine kleine Lektion hier. Das eine Instrument ist das Referendum. Das heißt, ein Entscheid, der im Parlament die Mehrheit gefunden hat, kann mittels Referendum an die Urne gebracht werden. Man muss dann innerhalb von 100 Tagen 50.000 Unterschriften sammeln. Und das zweite Instrument ist die Volksinitiative, dass man also aus der Bevölkerung heraus, meistens sind es Parteien oder Organisationen, aber auch einzelne Leute, dass sie ein Anliegen eben zur Abstimmung bringen können, wo dann ein eigenes Gesetz geschaffen wird. Herr Chandras, dieses Wochenende und in den vergangenen Wochen waren schon Proteste zu sehen in Athen, in Griechenland gegen die Sparpolitik. Gestern sind, glaube ich, 12.000 Menschen vor dem
Parlament gewesen, um gegen diese Politik, die auch von Seiten der EU verlangt wird, und der Troika vorzugehen. Wie ist Ihre Sicht auf die Demokratie in Europa? Ja, zuerst einmal möchte ich mich bedanken für die Möglichkeit, hier in meiner wirklich zweiten Heimat zu sein und über dieses Thema hier zu diskutieren. Ich habe aber ein ziemliches Problem. Ich komme aus einem Land, das in den letzten 5, 6 Jahren sich alles geändert hat, und zwar in einer Art und in einer Dimension, die wirklich nicht vorstellbar ist, wenn man woanders lebt und die Möglichkeit hat, nicht nur Werte zu genießen, sondern auch ganz normale Sachen zu genießen, die in Griechenland nicht mehr selbstverständlich sind. Ich finde, wenn wir über die Zukunft der Demokratie diskutieren wollen, müssen wir einmal über die aktuelle Demokratie uns auseinandersetzen. Nicht in jedem Land einzeln, sondern vor allem in Europa. Ich versuche in ein paar Sätze zu skizzieren, was in Griechenland passiert ist in den letzten Jahren. Diese sehr harte Anpassungsprogramme, die uns aufgezwungen worden sind im Zuge der großen Kapitalkrise 2008, 2009, 2010, haben eigentlich 4 Hauptopfer. Das Einkommen, die Menschen haben fast 40% von ihrem Einkommen verloren, die Arbeitsrechte sind total demoliert worden, alles, was wir an Gemeinwesen hatten, öffentliches Gut, wird ständig verscherbelt, wie man schön Wienerisch sagt, und nicht verkauft und nicht ausgenutzt. Aber das Hauptopfer dieser Austeritätspolitik, dieser Programme in Griechenland, ist die Demokratie selbst. Griechenland ist kein souveränes Land mehr, kann über sich selber nicht entscheiden. Und da frage ich mich, wie kommt es dazu, ein Land, das etwas mehr schuldet wie andere Länder, ganz einfach ihre eigenen demokratischen Rechte ganz einfach zugeschnitten bekommt. Ich frage nochmal, wer hat diese Entscheidung getroffen? Wurden die Staaten, die Länder, die Parlamente gefragt, diskutiert? Und weil wir eben in einem Theater sitzen, würde ich fast meinen, sehr viele Parlamente in Europa sehen wirklich wie Theater aus. Insofern können wir heute ein gutes Parlament werden. Frau Gönz, wenn über Demokratie die Rede ist und dass man sich Sorgen machen müsse, kommt auch immer wieder der Name Ungarn ins Spiel. Aus Ihrer Sicht, wie ist es um die Demokratie in Ungarn bestellt? Thank you for the question. The fundamental question is whether or not we still can speak about democracy in Hungary. Many people asked this question earlier, whether or not inside of the EU, inside in the framework of the European Union, is it possible this type of backsliding of democracy and democratic system is possible or not? There are different theories about this. I think the best description for the Hungarian situation, that it is a kind of electoral autocracy, which is not a real democracy. Democracy is in the foreground. Democracy is on the scene. There are still democratic institutions, but they are almost all of them, or all of them, are led by so-called political commissars. What is even more interesting in Hungary that these leaders belong to the same very small group of people. It is a small circle of friends or even roommates from the university years of Orbán, the Prime Minister of Hungary. So I think it will be a real question how much Orbán is able to attract other leaders, and we see the Visegrad 4 countries and even
the extreme right movements and extreme right parties in other countries who are also willing to see Orbán as one of the future hero and leader. We can also speak about the background of this, why Hungarians or part of Hungarians are willing to support this. It's another question. Die Frage der Attraktivität ist ja gleich eine Überleitung zu Polen. Es hat in den vergangenen Wochen ja auch Gespräche gegeben zwischen Orbán und Kaczynski, der eben zwar nicht persönlich, aber seine Partei wieder sich in der Regierung befindet. Die nationalkonservative Regierung in Polen hat Änderungen vorgenommen, die eben auch die Europäische Union jetzt auf den Plan gerufen haben, die eben erstmals ein Verfahren über die Rechtsstaatlichkeit, eine Prüfung eingeleitet haben. Aus Ihrer Sicht, wie ist es um die Demokratie in Polen bestellt? Also nochmals vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich könnte mit einem Paradox anfangen, und zwar der Demokratie in Polen geht es blendend, gemessen an den an der Wucht und Fantasie der Opposition, die sich formiert, und der neuen Gruppierungen, auch dem Stand der oppositionellen Medien, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das jetzt das nach der, so heißt das, Null-Option, das ist ein Kryptonym für die Säuberung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, haben die Nachrichten, die Hauptnachrichten, etwa 400.000 Zuschauer verloren, und diese Zuschauer sind zu den privaten Sender in der TVN gekommen. Also könnte man sagen, die Demokratie blüht auf. Nein, so ist es nicht. Wir haben jetzt einen tiefen Streit um die Zukunft der formellen Demokratie in Polen. Und zwar der Streit ist noch nicht ausgestanden um das Verfassungsgericht. Vieles hängt von der Venedig-Kommission der EU ab. Wie wird ihr Befund sein, ob das neue Gesetz und die Formalien der Vereidigung und der Auswahl der neuen Verfassungsrichter EU-konform sind oder nicht. Solange es diesen Befund nicht gibt, könnte man sagen, in Anführungsstrichen, gibt es in Polen einen Burgfrieden, was nicht heißt, dass die Regierung nicht die neuen Gesetze durchzupeitschen versucht. Das tut sie auch, ob das das Mediengesetz ist, ob das Zivildienste sind. Wir warten auf den Befund, obwohl die Regierung, auch die Ministerpräsidentin, sich nicht ganz klar geäußert hat, ob sie tatsächlich diesen Befund respektieren wird. Man sagte, wir werden das prüfen, und die Debatte kann in wenigen Wochen, ich glaube Monaten, das kann bis zu 3 Monaten dauern, diese Debatte wird erneut entfachen. Die Frage nach der Demokratie in Polen ist heute schwer zu beantworten, weil die neue Regierung sagt, der absoluten Vorrang hat die Exekutive. Und dafür geben sie auch Beispiele aus Westeuropa, zum Beispiel Mediengesetz, sagt die Ministerpräsidentin, das ist das französische Modell. Die Zusammenlegung des Generalstaatsanwalts mit dem Justizministerium, das ist das österreichische Modell. Also man kann überall sagen, es ist nichts Neues, aber natürlich die Bündelung aller dieser Reformen schafft es tatsächlich eine Änderung der, und dazu steht auch die neue Regierung, der Demokratie in Richtung einer illiberalen Demokratie. Und da sind wir bei durchaus bei Orbán. Allerdings, ich sehe nicht diese mafiös-familiäre Verbindung. Die
PiS ist jetzt erst seit 3 Monaten an der Macht und leidet sie unter der zu kurzen Wartebank der Personal gesehen. Das heißt, sie haben noch keine Zeit gehabt, mit Familien, die führenden Familienmitgliedern die führenden Posten zu besetzen. Das klingt so, wie wenn es noch kommen kann. Sie haben jetzt die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Wenn Sie die Zeit haben. Wenn Sie die Zeit haben. Ja, es ist die. Sie haben jetzt Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen Polen und Ungarn herausgearbeitet. Hier von Herrn Csondros angeführt, kam eben auch sehr stark der Blick aus Griechenland in Richtung Europa. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie blicken schon mit Hoffnung auf das, was in Brüssel eben befunden wird über Polen, dass es hier auch zu Veränderungen kommen kann. Hier war die Sichtweise, also das, was aus Brüssel kam, hat sich in unserem Land negativ ausgewirkt. Frau Habens, Sie haben vorhin schon mehrmals energisch heftig genickt zu den Ausführungen von Herrn Csondros, beziehungsweise auch widersprochen bei einigen Punkten. Wo finden Sie, war eher in der Beschreibung dessen, wie sich die Entscheidungen in Brüssel auf Griechenland auswirken, Ihrer Meinung nach nicht präzise genug, was auch die europäische Dimension betrifft? Er hat sehr stark hervorgehoben, dass es aus seiner Sicht an demokratischer Legitimität für dieses Konzept fehlt. Also richtig ist, dass wir in Brüssel und überall in der Europäischen Union, wo die Menschen, die Bürger angefangen haben, sich mit dem Euro zu beschäftigen im Verlauf der Euro-Krise, dass wir alle verstanden haben, dass die gemeinsame Währung eine sehr große Schwäche hat, nämlich es fehlt der gemeinsame politische starke Unterbau. Wir wissen inzwischen, dass eine gemeinsame Währung auf Dauer eigentlich nur funktionieren kann, wenn die auch gestützt ist, zumindest auf die Integration der Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Und einen solchen großen Schritt in dieser Krise zu gehen, ist wahnsinnig schwierig. Also das, glaube ich, haben wir auch gelernt, dass das, was diejenigen, die die Euro-Einführung beschlossen haben, sich nicht getraut haben, also den weiteren Integrationsschritt, mehr Macht, mehr Souveränitätsverlagerung nach Brüssel, das, was die sich nicht getraut haben bei der Einführung des Euro, dass das schwierig ist, diesen Schritt zu gehen, um dann auch mehr demokratische Strukturen in der Währungsunion zu schaffen, dass das sehr schwierig ist, das in der Krise zu gehen, das haben wir auch verstanden. Deshalb wird ja seit 2009 eigentlich fortwährend darüber diskutiert und schrittweise werden auch Entscheidungen getroffen, wie man diese politische Stabilisierung der gemeinsamen Währung schaffen kann. Also ich bin damit einverstanden, dass es ein demokratisches Defizit gibt. Womit ich nicht einverstanden bin, ist alle Probleme, die es heute in Griechenland gibt, auf Brüssel, auf die Zentrale in Brüssel abzuwälzen. Und da haben wir schon oft sehr ernsthaft diskutiert und ich habe auch mit sehr vielen Griechen darüber schon diskutiert. Im Zusammenhang mit direkter Demokratie finde ich bis heute, dass die Europäer und gerade auch Angela Merkel und damals war es noch Nicolas Sarkozy in Frankreich, dass die sich einen Vorwurf machen müssen. Es gab den Vorschlag von Papandreou, einmal zu Beginn der Krise des Euro und der griechischen Krise zur Abstimmung zu stellen in Griechenland, gehen wir jetzt mit den Europäern in diesen schwierigen Weg der Anpassung und der Reform und was muss dazu eigentlich in Griechenland verändert werden? Ich habe von Ihrer Seite jetzt herausgehört, durchaus auch ein Verständnis für etwa Angela Merkel, die einmal gesagt hat und diese Schwierigkeiten beschrieben hat, man sei gezwungen, rasch Entscheidungen zu treffen. Und sie hat auch ein Wort aufgegriffen, das Jürgen Habermas verwendet hat, und zwar das Wort von der marktkonformen Demokratie. Also, dass man sozusagen wegen der Märkte häufig Entscheidungen treffen müsse in großer Eile und es bleibe einfach nicht die Zeit, um eben Referenden abzuhalten.
Gibt es da von Ihrer Seite Verständnis oder überinterpretiere ich das jetzt? Wie gesagt, also diese Abstimmung, die Papandreou vorgeschlagen hatte, sicher auch, weil er schon damals sah, wie sehr die ganze Debatte unter Druck stand in Griechenland, das wäre eine richtige Abstimmung gewesen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn man in Griechenland bewusst über notwendige, auch von griechischer Seite aus als notwendig verstandene Reformen mit abgestimmt hätte, dass wir in Griechenland sehr viel schneller Fortschritte gemacht hätten, als wir das in diesem Prozess dann später festgestellt haben. Weil, also auch wenn Angela Merkel sagt, man muss schnell entscheiden, in der Auseinandersetzung mit Griechenland ist eigentlich nie wirklich schnell entschieden worden, sondern wir haben scheibchenweise immer wieder entschieden und der ganze Prozess hat sich ja über viele Jahre hingezogen. Herr Tsonros, sind Sie mit dem Befund einverstanden, dass es eben zu wenig Institutionen gibt und dass man zu wenig in den Aufbau dieser demokratischen Institutionen in Griechenland investiert hat, als europäische Gemeinschaft? Und als griechischer Staat. Also, und als griechischer Staat. Mir wäre es wirklich einfacher, die gesamte Diskussion hier zu einer Griechenland-Diskussion umzustrukturieren. Und es wäre auch wirklich interessant. Klar, in Griechenland hat die Demokratie nicht sehr gut funktioniert, aber nicht schlechter wie hier. Die Entscheidungen werden hier und in Griechenland auch von bestimmten Parteien, die eine bestimmte politische und ideologische Ausrichtung haben. Wir können jetzt nicht so tun, als ob das nicht so der Fall wäre. Was haben wir jetzt im Moment? Was haben die letzten Jahre gezeigt? Die Europäische Union war nicht in der Lage und ist bis heute nicht in der Lage, große Herausforderungen etwas Effektives entgegenzusetzen. Wir hatten die große Euro-Krise, meiner Ansicht nach eine große Systemkrise, das war keine griechische Krise, eine Krise des Kapitalismus, möchte ich hier deutlich sagen. Es hat als eine Krise der Kapitalmärkte begonnen, 2008, 2009, haben wir heute auch. Blicken Sie in Richtung Deutsche Bank, damit Sie mal eine kurze Verbindung sehen. Und wir haben jetzt das zweite große Problem, die zweite große Herausforderung, das ist die Flüchtlingskrise. Wir sehen, dass diese EU, nicht die EU allgemein, dass diese EU, die von hauptsächlich neoliberalen Regierungen zusammengesetzt wird, die eine Ausrichtung haben, weg von mir das Problem, weit weg von mir, und wir werden sehen, wie wir das lösen. Im Falle der Kapitalkrise haben wir gesehen, nein, wir müssen ganz schnell die Banken retten, deswegen wurde damals das Referendum unter Papandreou nicht zugelassen worden, wenn ich das so sagen darf, weil damals hätte der Euro wirklich seine große Krise erlebt. Von diesem Zeitpunkt bis zu 2012 haben die europäische Eliten es geschafft, den Euro von solchen Krisen zu schützen. Deswegen konnte nach 2012, nachdem die griechischen Staatsschulden, die an Privatbanken waren, vergesellschaftlich wurden, das heißt von der Europäischen Zentralbank aufgekauft worden sind und jetzt schuldet Griechenland nicht an Privatbanken, sondern an die Europäische Zentralbank, wo jeder von ihnen auch aufkommen konnte, sollte Griechenland nicht mehr zurückbezahlen. Das heißt, wurden die Banken gerettet und nicht Griechenland. Jetzt sind wir beim zweiten großen Problem. Also Flüchtlingskrise. Was macht jetzt die Europäische Union? Was machen alle Eliten hier? Sie suchen wieder einen Sündenbock. Egal welcher jetzt das ist, in dem Fall ist interessanterweise nochmal Griechenland. Es wird gesagt, es wird nichts getan. Griechenland kann ihre Außengrenze nicht sichern. Die Außengrenzen Griechenlands sind die europäischen Grenzen. Und ich möchte wirklich sehen, wie die Europäische Union Grenzen wie die Ägäis einmal so dicht abriegeln kann, dass kein Schlauchboot durchziehen kann. Und
macht wirklich die Augen zu von einem echten, echten, großen Problem, dass es nicht neutral ist, weil die Grenzen, die wieder gezogen werden, sind nicht Grenzen zwischen Ländern, sind nicht Grenzen zwischen Staaten, sondern es wird der Versuch unternommen, mit großen Kriegsschiffen Grenzen zwischen Arm und Reich zu machen. Darüber geht es. Wir wollen aber jetzt nicht nur über den Euro und mein Schlusswort. Ich bin hier der Letzte, der behaupten wird, dass Griechenland sagt, alle Probleme, die Griechenland hat, werden in Brüssel verursacht. Ganz im Gegenteil. Die Probleme, die Griechenland hat und alle anderen Länder Europas haben, mitunter auch Österreich, die werden von der Politik, die sowohl in Österreich, in Griechenland und in Brüssel produziert wird, von dieser neoliberalen Politik, die den Sozialstaat abbaut, wo die immer dazu versucht, die Schere zwischen Arm und Reich zu vergrößern. Wir haben vor kurzem alle gelesen, 63 Personen weltweit besitzen über die Hälfte des Weltbruttoinlandsproduktes. Diese Politik ist die Probleme schafft und über diese Politik sollten wir, auch wenn wir über Demokratie sprechen, einmal uns auseinandersetzen. Das Thema Flüchtlinge ist dann für die nächste Diskussionsrunde am 13. März das große zentrale Thema. Herr Keller, wie ist Ihr Blick aus der Schweiz auf diese europäische Debatte? Also wie haben Sie das empfunden, die Eurokrise? Wie haben die Staaten das gelöst? Aus Ihrer Sicht demokratisch, was hätte die Schweiz getan oder was wäre dort passiert? Wir sind ja mit hineinbezogen worden, ob wir es wollen oder nicht, mit der Eurokrise. Ich finde es interessant, wenn Frau Harms Griechenland empfiehlt, mehr Abstimmungen durchzuführen, mehr direkte Demokratie zu ermöglichen, um die Bevölkerung mitzunehmen. Bevor man gute Ratschläge erteilt, wäre es vielleicht auch schön, wenn Deutschland sich hätte mehr beteiligen können bei wichtigen Entscheidungen, die mit Europa zu tun haben. Und wäre auch interessant zu sehen, ob dann die Bevölkerung wirklich diese verschiedenen Entscheidungen mitgetragen hätte. Also Deutschland gibt die Marschrichtung in Europa vor. In der Flüchtlingskrise versucht es Frau Merkel auch mit nicht gerade durchschlagendem Erfolg. Aber noch einmal aus polnischer Sicht, ist das etwas, was Sie auch mit Sorge beobachtet haben? Polen war ja auch ein Land, das eben durch die Krise, durch die Euro-Krise kam, wirtschaftlich durchaus erfolgreich. Jetzt zu Griechenland. Wenn ich diese Sicht höre, dann vergleiche ich natürlich die polnische Verschuldung 1989, also polnische Krise damals und die griechische 2008. Der Unterschied ist, in Polen selbst eine riesige Gewerkschaft wie die Solidarność hat die Schocktherapie für sich geschultert für diese Gesellschaft. Der Unterschied ist, uns wurden die Gerek-Schulden der 70er Jahre zur Hälfte gestrichen, zur Hälfte gestundet, aber die Lasten hat diese Gesellschaft auf sich genommen. In Griechenland ist es nicht der Fall gewesen. Das heißt, bereits am Anfang, das erstens war es eine hausgemachte Krise und nicht eine, die von oben aufgezwungen wurde. Das heißt, gemogelt haben die griechischen Regierungen erstmal. Das war die Voraussetzung. Dass die anderen nicht besser waren und Deutsche und Franzosen auch wieder blauen Briefe bekamen in den Nulljahren, ist unbestritten. Trotzdem muss man auch von vornherein diesen Unterschied sehen. In Polen war eine Gesellschaft, die auf der Verliererseite der Geschichte war, trotzdem durch die Revolution der Solidarność glaubte, nach einer
nach einem tiefen Einschnitt wird es vorangehen. Sie war bereit, die Reformen zu tragen, in Griechenland nicht. Jetzt kommt aber die Rechnung für diese Reformen in Polen. Das heißt, die Verlierer sagen, wir wollen auch zum Zuge kommen. Insofern bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass uns selbst die EU, würde ich sagen, weicher macht, das heißt innenpolitisch. Wir werden miteinander anders sprechen, wegen der EU, die hinter uns ist. Und der letzte Unterschied ist, der Jarosław Kaczyński ist kein Orban. Orban ist Ministerpräsident. Orban ist fast eine Generation jünger. Er vertritt selbst sein Anliegen, während ich den Eindruck habe, in Polen die Recht und Gerechtigkeit Partei ist in einer Phase der Häutung. Da kommt eine junge Generation zum Zuge. Sie hat jetzt den Übergang. Er gehört die Zukunft. Einem Andrzej Duda, dem Staatspräsidenten, eine Beata Szydło, die Ministerpräsidentin. Das sind Leute ohne große Erfahrung. Sie haben zwar den, wenn Sie wollen, böswillig, kann man sagen, den Gottvater haben Sie auch im Hintersitz. Trotzdem nicht er ist der juristisch Verantwortliche, sondern es ist de facto ein Gerinnungsprozess einer, hoffe ich, konservativen Partei, die dennoch Europa-konform sein wird und Europa-erfahrener sein wird als Jarosław Kaczyński selbst, der nie ins Ausland gefahren ist, der keine Sprachen spricht, der auch nie nach Brüssel bzw. Straßburg fahren würde, um sein Anliegen vorzutragen. Es ist, und für ihn ist die CSU ein Vorbild ohnegleichen. 60 Jahre an der Macht zu sein, ist das demokratisch? Ich möchte jetzt die Schlussrunde einläuten und versuchen, vielleicht, dass wir doch noch einige positive Aspekte auch zusammenbringen, wie man die Demokratie lebendiger gestalten kann. Die Frage, die ich aufgreifen möchte, ist sehr provokant formuliert worden von Hans-Magnus Enzensberger vor einigen Jahren. Und zwar hat er gesagt, also er hat 40 Fragen an Europa formuliert und eine Frage war, war die Demokratie tatsächlich so schlecht, dass wir sie jetzt aufgeben können? Und mit dieser provokanten Vorlage möchte ich Sie bitten, die Schlussrunde zu beginnen. Aus Ihrer Sicht, also wie können wir die Demokratie wieder aufladen? Wie kann eine Demokratie reloaded 2020 ausschauen? Wir haben 4 riesige Krisen jetzt. Das ist die ostpolitische Ukraine, Russland, das ist Brexit, das ist Griechenland und das sind die Flüchtlinge. Wir sind in einer Phase, in dieser retardierenden Phase der Entdeckung oder Suche nach den nationalen Lösungen. Die Renationalisierung ist keine griechische oder polnische oder ungarische Erfindung, sondern das begann Anfang der Nulljahre in der Alt-EU eigentlich, Frankreich, auch Deutschland. Es wird zu keiner Lösung der Probleme führen. Und ich bin zuversichtlich, dass es der nächste Schub geben wird Richtung einer europäischen Demokratie, in der viele bisherige Regelungen reformiert werden müssen. Die Entscheidung Angela Merkels, das war eine Reaktion auf die unmögliche Situation in Ungarn, aber es war auch eine Reaktion, ohne dass der Bundestag auch dazugeholt wurde. Erst nachträglich hat Bundestag die Entscheidung der Bundeskanzlerin unterstützt. Aber sie hat, wie in einer Ausnahmesituation, Entscheidungen getroffen, die natürlich auch andere Länder betrafen. Es gab riesige, einerseits eine Bewunderung auch in Polen für diese Entscheidung, andererseits Ratlosigkeit, als es darum ging, auch Lasten zu übernehmen,
auf die Polen überhaupt nicht vorbereitet ist. Polen ist ein Emigrationsland und nicht ein Immigrationsland. Das heißt, wir haben 2 Millionen Menschen jetzt, die bestens ausgebildet und sehr energetisch, würde ich sagen, an die britischen Inseln, nicht verloren, ausgeliehen, könnte man sagen. Und jetzt plötzlich sagen die Menschen, wir sollten Flüchtlinge aufnehmen, wo wir keine Spielregeln, wir haben nicht mal Erfahrung, wie man damit umgeht. Trotzdem gab es selbst in der katholischen Kirche eine sehr gute Reaktion, jede Gemeinde müsste eine Familie aufnehmen. Das würde etwa auf 30.000 Flüchtlinge hochkommen. Sind wir dann mitten im Wahlkampf auf 7.000 runtergekommen und die Recht und Gerechtigkeit im Wahlkampf hat eindeutig gegen die Aufnahme die Position bezogen, aber, und ich muss das diskutieren, durchaus, Jarosław Kaczyński sagte, aber dafür müssen wir finanzielle Leistungen übernehmen, Polen, für die Aufnahme der Flüchtlinge an der Grenzen der Europäischen Union. Das heißt, das war durchaus schon das waren Ansätze eines europäischen Denkens. Und der letzte Satz ist, wir sind ich glaube in allen unseren Herrenländern da in Mitteleuropa, in der Phase, wo die Innenpolitik die absolute Priorität hat. Nicht die Außenpolitik. Ich glaube nicht, dass Orban irgendein Sprecher der Ostmitteleuropäer werden kann. In der Ukraine-Frage zum Beispiel, der Putin-Frage, auf keinen Fall, da finden wir keine gemeinsame Sprache, Polen und Ungarn. Aber wir lernen jetzt in einem Schnellkurs auch dieses europäische Denken. Das heißt, dass die Außenpolitik ein Teil der Innenpolitik ist. Und umgekehrt. In Deutschland ist es so, dass Vorrang hat die Außenpolitik jetzt. In Polen, die Innenpolitik verstellt eigentlich alles. Und das reicht nicht aus. Insofern, die Demokratisierung bedeutet aus der polnischen Perspektive eine Europäisierung des politischen Bewusstseins. Das heißt, Europa als eine Werkstatt, Instanz und ein Fluchtpunkt. Frau Könz. I think people in Hungary have to learn that democracy is something where they have to contribute, they have to participate, they have to defend it, not just waiting from top-down democracy or democratization. And I think it, what you mentioned concerning Poland, that this more normative function of Europe is also very important, although it is the weakest point of the European institutions. Europe is much better to harmonize rules and directives in the field of economy and related fields. I think this whole monitoring mechanism, which could be activated when the last things happened in Poland, they are quite important. The development of this type of mechanism is quite important also, because I think also Europe does not work without this type of democratic rules and procedures, and somehow protecting it in all of the countries, basically. Aus polnischer und ungarischer Perspektive durchaus positive Ansätze, die wir heute mit nach Hause nehmen können. Wie sieht Ihre Sicht aus, Herr Chandros? Ich denke, wenn wir weiterhin über die Zukunft der Demokratie uns ernsthaft auseinandersetzen und mit meinem positiven Blick in die Zukunft blicken möchten, müssen wir vorher über ganz große Fragen uns einigen. Wenn wir nicht über Krieg, über Armut und über Klimawandel uns nicht verständigen, können wir wirklich die Demokratie nicht weiter ausbauen. Weil, wenn die Ungerechtigkeit, wenn die ungerechte Umverteilung sowohl auf nationaler Ebene, egal jetzt, ob es in Griechenland passiert oder in Österreich, in Deutschland, in Polen, in der Schweiz oder auch weltweit, wenn der Reichtum der weltweit eigentlich sehr groß da ist und für jeden Reich nicht gerechter umverteilt wird, können wir die Demokratie nicht ausbauen.
Wann hat Europa sozusagen ihre beste Werte der Demokratie erlebt? In den Zeiten, wo gerade diese Diskussionen offen geführt worden sind, wo der Sozialstaat zum Beispiel ausgebaut worden ist, wo die Regierungen versucht haben, sozusagen eine gerechtere Umverteilung durchzuziehen. In den letzten Jahrzehnten erleben wir leider, dass die Märkte, die sogenannten Märkte, ich frage mich immer, wenn ich das Wort höre, wer sind diese Märkte, immer mehr die Politik bestimmen. Also das Erste, was wir zu tun haben, ist, dass die Demokratie, dass die gewählten Gremien, die Parlamente und auch die Regierungen das Primat der Politik von den Märkten und den Banken zurückgewinnen. In jedem einzelnen Land und europaweit. Wenn wir das erreicht haben, und wenn wir wieder eine Diskussion europaweit über soziale Gerechtigkeit, über ein grenzenloses Europa und über eine andere Umverteilung des Reichtums uns geeinigt haben, dann bin ich auch zuversichtlich, dass die Demokratie eine Zukunft haben und dass die rechte und populistische Kräfte in jedem einzelnen Land und europaweit keine Chance haben werden. Herr Keller, Ihre Sicht? Bei allen Schwierigkeiten der Demokratie, die wir haben, auch in der Schweiz, also Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, ist die direkte Demokratie ein Allheilmittel? Da würde ich mich hüten davor, das zu tun, hier zu vertreten. Um noch einen Österreicher zu bringen, den ich sehr schätze, Paul Watzlawick, der Kommunikationsforscher, hat ein schönes Buch geschrieben, vom Schlechten des Guten. Und ich glaube, ein Beispiel, wenn Sie zum Arzt gehen, Sie haben, Sie brauchen Antibiotika und er verschreibt Ihnen morgens, mittags und abends eine Tablette, dann nützt es nichts, wenn Sie die doppelte oder dreifache Menge nehmen. Sie werden dadurch nicht schneller gesund. Im Gegenteil, Sie werden eigentlich Probleme bekommen. Und um die Kurve zu kriegen zur Europäischen Union, es hat das gutes Projekt begonnen, aber man kann das Gute zu weit treiben. Und ich denke, dass diese Probleme, die wir heute haben, haben damit zu tun, dass die Europäische Union sich eben verabschiedet hat von diesen Ursprüngen, die freiheitlicher waren, föderalistischer waren, den Staaten eben mehr Gestaltungskraft zugestanden haben, weil das heißt ja auch immer, der böse Nationalstaat heißt ja auch immer, dass wir verantwortlich sind für das, was in diesen Grenzen drin passiert und der Bürger eben auch in diesen Grenzen hin drinnen viel näher beurteilen kann, ist er zufrieden damit oder nicht. Und wenn das System föderalistisch ist, wie in der Schweiz von der Gemeinde her bis über die Kantone zum Bund hinauf, dann ist das eigentlich ein demokratisches Plus, das dahinter steckt, dass man bei dieser ganzen Diskussion jetzt, dass man als ein Rückfall ist auf den Nationalstaat, einfach berücksichtigen sollte. Weil die Leute fühlen sich in diesem Gebilde, das hier entstanden ist, oder viele Leute fühlen sich nicht mehr zu Hause. Frau Harms. Für mich bleibt, und das will ich ausdrücklich positiv an den Schluss stellen, für mich bleibt diese Europäische Union mit ihren Defiziten eben trotzdem die Antwort auf das, was Europa, diesen Kontinent, verwüstet hat, in mehrfacher Hinsicht und über eine lange Zeit des letzten Jahrhunderts mindestens. Und in dem Zusammenhang, dass jetzt über die Grenzen wieder geredet wird, ja, da muss man sich doch nur mal klar machen, wann hat es in Europa national oder ethnisch begründete Grenzen gegeben und wohin haben diese Grenzziehungen geführt? In die Verwüstungen, in die Kriege, in die Auseinandersetzungen zwischen den Nationen.
Und ich glaube, dass man tatsächlich diese Grundidee der Europäischen Union bei allen Defiziten, über die ich gerne rede, gerade auch mangelnde soziale Gerechtigkeit, ja, mangelnden Einsatz für die Entwicklung auch der Sozialsysteme zum Beispiel als Idee der europäischen Politik, aber diese Grundidee, dass wir Grenzen überwunden haben, damit wir unsere Interessen gemeinsam wahrnehmen und nicht gegeneinander, die muss gegen die Rechten und gegen die Populisten überall verteidigt werden. Vielen Dank für Ihr Fazit, für Ihr Mitdiskutieren, für Ihr Zuhören. Es ist ein paar Mal schon angeklungen in dieser Debatte. Beim nächsten Mal werden wir uns wirklich zentral mit dem Thema Flüchtlinge auseinandersetzen am 13. März. Zu Gast sind unter anderem EU-Kommissar Hahn und UNHCR-Vertreterin Melissa Fleming, hier wieder um 11 Uhr im Burgtheater. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und wer aus Wien stammt, kann sich die Debatte auch noch auf W24 anschauen. Wird mehrfach wiederholt, erstmals morgen um 21 Uhr. Dankeschön fürs Dasein.